Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Switchbot-Video. Und diesmal ist der Bewegungssensor dran, den wir unboxen werden und testen werden. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Auch hier haben wir wieder die Anleitung, wieder in Englisch halt. Wir haben Aufkleber mit bei oder so. Ja, doch, Aufkleber. Kleber halt. Hier ist der Standfuß. Batterien. So, und der Sensor direkt. Und den haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, den festzumachen. Einmal unten. Ja, einfach reindrücken, seht ihr das? Also hier mit dem, den könnt ihr das auch noch bewegen, logischerweise. Aber hier einmal reindrücken, dann könnt ihr den halt so schräg machen. Oder ihr könnt den halt hier auch kippen, was weiß ich. Ihr könnt den aber auch auf die Rückseite befestigen. Also hier so Kleber, glaube ich, mit bei. So. Weil der klebt so, ja. So, jetzt aber. Und dann kann man sich das dann halt auch ausrichten, wenn man den an der Wand hat, zum Beispiel nach unten oder nach links oder nach rechts, alles Mögliche. Aber egal. Wir machen den jetzt erstmal den Standfuß weg und machen die Batterien rein. Wir wollen ihn ja testen, ob er funktioniert und wie er funktioniert. Hoppala. Jetzt hat die Batterie weggeschossen. Ich mache mal die Klebeteile auch weg. So. Zwei, zwei, zwei. Okay, dann kommt jetzt. Denke mal so. So. Dann wie immer müssen wir den jetzt erstmal in unser Netz einbinden. Ich habe den Thermostat noch drin. Vielleicht so ein bisschen besser zum Sehen. So, wir binden wieder ein neues Gerät ein und wir wollen natürlich den Indoor, nicht die Indoor Cam, Monitor. So, und dann auch wieder hier oben gedrückt halten. Da ist der Knopf, der blinkt. Und wir können schon loslassen und haben den Sensor eingebaut. So, ist drin. Ja, wir wollen über den Hub. Klicken wir einfach mal an.
So, jetzt ist er automatisch schon im Cloud mit drin und hier wird uns dann auch angezeigt, dass wir den dann irgendwo positionieren können. Wir haben auch, habe ich nachgelesen, eine Haustiererkennung. Also, dass er bei Haustieren nicht anspringt. Yes. Und dann, wo man den alles verwenden kann. So. Die haben wir dann halt Einstellung. Long, Medium, Short. So. Fertig. Und wenn wir jetzt wieder auf diesen Sensor gehen. Haben wir hier unten Cloud. Mit Alexa ist er schon verbunden. Steht auch da. Wir können Notifications einstellen, dass wir dann halt eine E-Mail bekommen. Nee, nur Nachricht angezeigt. So. Licht kann man dann halt auch ausschalten. Der Lichtsensor, Cloud, NFC. Batterie. Filmt den Sensormonitor, dann blinkt er hier auf. Raum kann man noch zuweisen und was ist ich? So. Wir wollen aber gucken. So. Und wir wollen den Monitor. Save. Yes. Detect. Dim. So. Nee, das hat er jetzt nicht. Safe.
So, jetzt haben wir den Monitor drin. Und wenn der Monitor da ist, der soll dann. Wird Kaffeemaschine. Press. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier. Oh, hier ist ja Bordkaffeemaschine. Und Test. Trigger. Hat er, habt ihr gesehen, hat angemacht. Und wenn ich jetzt. Ach ja, vergessen zu speichern. Monitor. Save. Bordkaffeemaschine. Press. Save. So, jetzt haben wir dran. Wegpacken. Wieso will der jetzt nicht? Test. Hier kann man die Szene dann ausschalten. Ach, jetzt macht das. So, hat geleuchtet, habt ihr gesehen? Da muss ich erst still sitzen. Über die ganze Zeit, was passiert ist.
Aber es funktioniert. Also jetzt ist wieder Vorführeffekt, dass er gerade jetzt in dem Augenblick nicht funktioniert. Monitor hat ausgelöst, also krieg auch eine Nachricht, also das funktioniert. Test. So hat man Zeit. Ja, ich will jetzt nicht wirklich, aber es hat ja schon funktioniert, habt ihr ja gesehen. Willkommen. Na, scheißegal jetzt. Er hat's ausgelöst. Also er erkennt es ab und zu. Aber vielleicht, weil ich mich die halt die ganze Zeit bewege. Müsste ich beobachten. Aber ich musste das dann doch mal löschen hier. So. Thermometer geht auch immer weiter runter. Da kann man schon wieder wegstellen. Ist hier noch an? Nee, gut. Ja, das war denn für den Bewegungssensor. Den packe ich erstmal wieder ein. Müssen wir uns auch noch was Schönes einfallen lassen. Die Weg,
Den Weg hier im Wohnzimmerrand machen. Dass wenn man ins Wohnzimmer rankommt. Und eine Kamera will ich wahrscheinlich erstmal auf meinen Schrank richten und den Türsensor will ich anmache, dass ich hier sehe, welche Katze mir hier immer auf den Schrank springt und meine Figuren runterruppt. So, Switchbot, Motion Sensor. Kann man auf die Gardine nehmen, also wie gesagt, hier sind mehrere, oder wenn für Thermometer zu trocken, kann man das feuchte Teil einschalten und Gardine aufmachen. Also man kann richtig Ketten machen mit mehreren Sachen drin. Auch alle Switchbot-Sachen, die Switchbot anbietet, könnt ihr mit anderen Alexa-Geräten kombinieren. Zum Beispiel den Switchbot-Sensor könnt ihr verbinden mit einem LED-Band in der Küche oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder was weiß ich, dass wenn der auslöst, dass ihr dann halt, was weiß ich, Licht im Wohnzimmer anmachen könnt oder so. Also nicht nur, ihr seid nicht nur auf Switchboards beschränkt, die Sachen könnt ihr auch mit anderen, müsst ihr eure eigenen Befehle, also eure eigenen Routinen in Alexa machen, also in der Alexa-App, dann könnt ihr die Geräte auch für andere Sachen mitbenutzen. Ihr seid nicht auf Switchboard begrenzt. Also das ist saugeil. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.